Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Und ich schreie immer noch ins Mikro. Egal. Und nochmal reingeschrien. Oh Gott. Was war das? Verdammt. What the fuck? Das kann ich nicht mal erklären, wenn ich es wollte. Okay. Was genau macht das? Achso, das Ding, glaube ich, hoch und runter. Okay, die hatte ich auch schon. Habe ich jetzt den Radolan-Raum nicht mehr? Doch. Okay, der ist jetzt auch dicht. Okay, alles gut. Kurze Panik aufgekommen, aber... Oh Gott, fühle ich gar nicht rein. Nee. Ich sehe da eine Schnauze, eine unsichtbare. Das ist ja richtig mies. Gerade noch so entdeckt, euer. Ach, direkt neben mir sogar. Oh, hätte ich das jetzt übersehen? Ja. Eine geschnauzt, eine Pfefferfehler. Und das war jetzt eben ein Fläschchen. Okay, cool. Von da komme ich und da muss ich rein. Yay, möchte ich gar nicht. Das sieht echt super übel aus. Also richtig übel. Ach, guck dir das mal. Bilder sagen mehr als Worte. Manchmal mögen wir sie nicht, manchmal verstehen wir sie nicht. Krass. Lebt der hier noch, der hier hängt? Von der Theorie her. Leute, das bewegt sich noch. Oh ja, jammert sogar ganz leicht. Das ist der Bürgermeister. Ich glaube, der hat so eine Schürze. Bürgermeisterschürze. Schärpe, glaube ich. Nicht Schürze, Schärpe. Alter, was ist los? Krass. Tanz. Ey, gerade echt so ein What the fuck Moment. Kann mich nicht dran erinnern, ey. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Alles klar. Gucken wir uns jetzt echt die Vorstellung an, oder was? Ach du Kack. Das ist der Eingang, den wir sozusagen nicht gesehen haben. Der Fisch des Fassbohnen. Und die sagen dazu gar nichts? Alle beide nicht? Kann ich nicht mehr lang. Heftig. Boah, krass, ey. Ey, ist ganz schön groß, ne? Sah immer so klein aus. Und es scheinen die ja schon öfters abgezogen zu haben, oder was? Ziemlich bizarre Show. Das reicht jetzt, denke ich. Genug Vorgeplänkel. Hier kommt, worauf alle gewartet haben, was beweist, dass ich keine Vorurteile, dafür aber einen feinen Sinn für Humor habe. Schwert und Krone zählen ja nicht. Alle dürfen ein Tänzchen wagen. Könige, Lords und Talaren gezücht, die Blauen und die Weißen kragen.
Das Schicksal bietet viele Tode. Dazu noch Leid und Verdruss. Das Schicksal erlöst nur wenige. Ein Schuldiger her muss. Feuer, Pest und seltene Krankheit. Nasses Ende, stetes Herz. Ein langer Sturz von Kellerstufen. Jäh ist's aus, keinen Scherz. Oft ist mein Herz beschwerlich hart. Der Schweiß fängt an zu rinnen. Nach dem Tanz muss ich dann ruhen. Und das Festmahl kann beginnen. Essenszeit. Vor dem Tod sind alle gleich. Alle haben das gleiche Recht, gefressen zu werden. Anstellen, Leute! Nicht drängeln! Jeder kommt ran! Boshaftes Viech! Feierst, während das Wunderland zerstört wird! Ich bin nicht der Feind, den du suchst, Alice. Ich wollte dieses Stück Wunderland vor dem Ungetüm verbergen. Diplomatie ist zwiespältig. Wir müssen alle unsere Rollen spielen. Bist du Bauer oder Dame? Idiot oder praktizierender Narr? Gleich wie es ausgeht, gewöhne dich an den Gedanken, dass du irregeführt wurdest. Und frag dich dann, von wem? Oh nein! Wer hat diesen verwünschten Zug in Bewegung gesetzt? Wo kommt er her? Er kam an, als du ankamst! Und er ist doch schon hier, als du es dir vorstellen kannst! Der Tod deines Traums! Die Raupe! Mag vielleicht nicht viel. Was? Das Blut in meinem Mund schmeckt gallig. Wo ist der Kerl, der mich geschlagen hat, Nanny? Der miese Kerl ist bewusstlos, aber leider noch am Leben. Was wollte er? Was sie alle wollen. Geld für nichts. Was hast du dir dabei gedacht, dich einzumischen? Hättest draufgehen können. Nanny, ich bin völlig durcheinander. Ich muss wissen, was diese furchtbaren Visionen bedeuten. Es geht um das Feuer. So wie immer. Du musst weiterleben, Alice, so wie ich. Wenigstens sorgt sie keinem Irrenhaus um sein Haus. Meine Vergangenheit ist tot. Ich habe sie umgebracht. Ich hätte sie retten müssen. Ich hätte sterben müssen. Ihr Verstand lag in Scherben. Radcliffe dachte, vertraute Gesichter würden sie zu sich bringen. Nach einem Jahr verlor er das Interesse an ihrem Erbe. Habgieriges Schwein. Stellt aber immer noch seine bizarren Fragen. Gute Dosis Wahnsinn, würde ich sagen. Aber in diesem Leben ist Ehrlichkeit nicht die beste Taktik. Wenn sie nicht komatös war, hat sie geglotzt. Mit Augen wie Windräder. Gesabbert, manchmal gekreischt, aber nie etwas Sinnvolles. Kindisch wie sie war, hat sie ihre Geheimnisse für sich behalten. Ganoven und Spanner. Ordinär wie Kakerlaken. Und die armen Dinge sind nichts als Futter für Perverse. Wie Ameisen, die von einer Wespe gefressen werden. Oder die gelähmte Beute einer Spinne. Du hast mich in Rutledge besucht. Was du hast du... erinnerst dich? Radcliffe hat mir was bezahlt dafür. Eine alleinstehende Frau muss manchmal Dinge tun, auf die sie keine Lust hat. Wie du sicher weißt. Schwester Whitless meinte, du würdest harte Zeiten durchmachen. Ich saufe nicht wie sie. Ich tue niemandem weh. Ist kein schlechtes Leben, Alice. Abgesehen von den Zuhältern. Sie sagte auch, du hast vielleicht mein Kaninchen. Bitte, Nanny, erzähl mir von... dem verdammten Feuer? Also wirklich... sieh mal, Alice, ich kann dir nicht geben, was ich nicht habe. Radcliffe hat den Untersuchungsbericht geschrieben. Ich bring dich zu ihm. Er hat auch dein verfluchtes Kaninchen. Erinner dich dran. In Ordnung, aber Mr. Radcliffe ist nutzlos. Als wüsste ich das nicht. Okay, alles klar. Wo ist meine Maus denn? Kann so nicht lenken. Jetzt darf ich wieder. Okay, das war komisch. Okay, sie hat uns jetzt... also wir sind jetzt bei Radcliffe. Kurz vor Radcliffe, keine Ahnung. Wer ist das da? Der sieht besonders aus. Ich bin... irgendwie sprachlos. Irgendwie ist das richtig cool und creepy und toll und ich kenne das eigentlich schon, aber egal. Ich kann nicht mit ihm
Aber er sieht so besonders aus. So vorhebend. Nicht so schäbig. Der zwei, drei Stück Fleisch, die er verkaufen will. Krass, wie die Charaktere auch aussehen. Und sie hat jede Menge Keks. Das sieht trotzdem sehr komisch aus. Und die Spielmusik, Spieluhrmusik klingt auch sehr schön. Yo, hab mich umgetan. Momentan nichts zu machen. Wimmelt nur so vor Polypen da seit den dreckigen Morden. Wer war's denn? Wenn du sowas wissen willst, dann frag jemand anderen. Ist da heute jemand empfindlich? Bin doch nicht dein Hündchen. Kannst selber scheiß Laufbursche spielen. Der klingt nicht so wie die Stimme, die gesprochen hat. Okay, mal gucken. Also ich glaube, wir suchen jetzt Redcliffe, ja? Oh, was ist hier los? Sagen nix. Er freut sich, das ist schön. Stell mich einfach daneben. Mami, Papi. Okay, nein. Aber offensichtlich ein Sarg. Und er hat voll die fette Schleife am Hut. Ich hoffe ja, dass noch jemand was sagt. Einfach so. Dafür würde ich Ihnen höchstens die Hand schütteln, Sir. Angesichts der Qualität der Ware erscheint mir das Angebot mehr als großzügig. Sie wissen mit Frauenherzen umzugehen, was? Und wenn Sie Ihre Börse nicht ein wenig weiter öffnen, ist das auch alles, mit dem Sie umgehen. Wir werden uns sicher einig. Du würdest mehr verdienen, wenn du weniger reden würdest. Meine Lippen sind versiegelt. Aber nein, Schätzchen, das wäre gar nicht gut. Okay, die passt jetzt auch nicht unbedingt dazu, weil hier sieht das ja schon ein bisschen nach einem reicheren Viertel aus. Aber sie haben alle das gleiche Kleidmodell, so wie der Typ auch an jeder zweiten Ecke steht, was ein bisschen creepy ist. Da? Alice Little, Mr. Radcliffe. Ah, du bist zurück. Komm besser hoch. Achtung, Tür öffnen. Ich bin echt gespannt. Na, jetzt ist das wieder. Kann ich jetzt wieder linken? Ja. Okay. Voll die schöne Alice-Musik. Also im Spiel Dings. Eine alte Schriftrolle aus Pergament mit Zeichen aus indischer Tinte. Radcliffe meint, Chinesen erfanden diese Tinte durch Mischen von Ruß, Lampenöl, Eselhaut, Gelatine, oh Gott, und Moschus. Er weiß erstaunliche Dinge. Oh Gott, welches Pergament denn bitte? Ach, das hier. Das ist übrigens ein Hinweis auf das Gebiet, was als nächstes kommt. Gucken wir uns doch um hier. Sein Hut. So allgemein, auch in der Straße hat man was gesehen. Ja, es ist nur das, ne? Ja. Ah. Radcliffe, der aus spannendem Gedöns machen kann. Was? Der aus spannendem Trüges machen kann. Ah! Oh. Bin ich blöd. Radcliffe, der aus spannendem Trüges machen kann, sagte, die gebogene Klinge sei ein Wir tun jetzt mal so, als hätte ich eben nicht gesprochen und wir stehen erst seit einer Sekunde hier. Und Action.
Radcliffe, der aus Spannendem Dröges machen kann, sagte, die gebogene Klinge sei ein Maito-Katana des 16. Jahrhunderts und die kürzere Wakizashi beides Samurai-Waffen. Wakizashi. Ich kann mich schon wieder nicht bewegen, wie ich will. Jetzt. Oh, das ist aber nicht so schön gerade. Interessantes Gemälde. Ich versuche ja auch aus alles noch was rauszuholen. Ein Einhorn und ein Drachenlöwe, keine Ahnung. Tiger oder so. Xuande Porzellan, meint Mr. Radcliffe, ist der Höhepunkt der Ming-Dynastie. Wunderschöne Formen, die besten Farben und die dekoriertesten Dekors. Okay. Schöne Steigerungsform. Ach, ich dachte, der sagt da auch noch was zu. Das leuchtet so. Okay, na, da ist er ja. Das wird jetzt, glaube ich, richtig lustig. Sie haben mein Kaninchen. Hast deine Manieren vergessen? Was wohl sonst noch? Du hast es in Rutledge zurückgelassen, meine Liebe. Das hatten wir doch schon. Beleidigt, wie üblich. Triefend vor Dünkel und wirren Vorwürfen. Ich hätte ihr Kaninchen gestohlen. Lächerlicher Vorwand. Sie ist wieder wegen des Feuers hier. Das Einzige, worüber dieses verrückte Gör sprechen will. Laut meinem Bericht starb die Familie durch einen Unglücksfall. Sie will es nicht akzeptieren, kommt immer wieder mit ihren mörderischen Erinnerungen. Will unbedingt die Wahrheit erfahren. Wahr ist aber wohl, das Feuer brach in der Bibliothek aus, als die Katze eine Lampe umstieß. Eltern und Schwester wurden oben von den Flammen eingeschlossen. Ihre Schwester Lizzie schloss nicht mal die Tür auf. Starb im Bett. Dass die Katze schuld sein soll, macht sie rasend. Sie verneint es. Das macht keinen Sinn, kann nicht sein und so weiter. Stimmt. Ich hatte von Anfang an den Eindruck, Alice sei eine Pyromanin. Sie hatte diese Fixierung auf Feuer. Als ich einmal anmerkte, dass sie selbst vielleicht eine größere Rolle bei diesem Drama gespielt hat, bekam sie eine Art psychotischen Schub. Oh. Habe ich ihm den Kopf abgerissen? Ich wollte es. Was von meinem Hirn übrig ist, wird explodieren. Ist es verrückt, für bessere Halluzinationen zu beten? Vielleicht ist es mein Schicksal, hier zu sterben. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool gerade. Aber wir beenden für heute die Folge. Sie ist jetzt nicht so lang, aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich möchte es ein bisschen spannend halten. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig, weil ich mich irgendwie so gar nicht hieran erinnern kann. Also ich kann mir jetzt vorstellen, welches Gebiet kommt und so, aber auch nur, weil ich das halt auch so kenne. Aber keine Ahnung, was hier noch so abgeht. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich auf die nächste Folge. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns da wieder oder beim anderen Projekt. Bis dahin sage ich bye bye.